Ignorieren wir erstmal das obere, den oberen Teil der Festung. Und gehen unten rum. So, noch mehr Axtkämpfer, noch mehr Schleuderkämpfer und dann sind wir sowieso am Bevölkerungslimit. Auch wenn es nichts bringt, verbessern wir mal die Söldner, auf welche sie die benutzen würde. Und laden die Kolosse aus. So. Gut, das heißt, truppenmäßig bin ich schon mal so weit. Petimos. Enito. Greg. Enito. Bin ich mal wieder Kampfgruppen. Petimos. So, mythische Einheiten. Speerkämpfer. Und Axtkämpfer. Schleuderkämpfer. So. Und dann ziehen wir los. Die schicke ich am besten einfach mal gleich durch. Die sollen die Migdol-Festung killen. Und die Einheiten, die killen alles, was im Weg rumsteht. Und wenn Carbos nicht in der Migdol-Festung ist, dann stürmen wir halt das obere Gebiet. Ja, immer dran denken, Kolosse sind langsam. Wow. Bringt mal die Priester und so nach vorne. Okay, reißt erst das Dorfzentrum ein. Das könnte nerviger werden. Und aktiviert mal den Bronzepanzer. Und weil wir es können, nerven wir einfach mal seine Einheiten hier ein bisschen. So, und geben nochmal neue Einheiten in Auftrag. Ach, der Priester hier hält sich für putzig. Also große Chancen haben die hier nicht. Und ja, wir haben den Bronzekoloss. Oh, du alleine kannst da oben nichts reißen. Und das waren Goldkolosse, keine Goldbronzekolosse. Reiß bitte die Migdol-Festung ein. Und alle bitte hier sammeln. So, noch mehr Truppen. Nachbilden, auch wenn wir sie nicht wirklich brauchen. Und scheinbar mussten wir doch nicht die Migdol-Festung zerstören. Das heißt, wir gehen hier oben weiter angreifen. Dann reißt mal den Tempel hier ein. Da ist schon mal. Naja, jetzt haben wir Carbos entdeckt. Also Carbos hat sich nicht in der Migdol-Festung versteckt. Aber wir haben dafür seine Migdol-Festung kaputt gemacht und dafür damit seine Elite-Einheiten abgeschnitten. Reißt ruhig Kasernen ein. Und die Anubiter müssen weg. Genau. Die hatten aber zum Glück gegen so viele Priester und andere Helden nicht sehr lange Stand. Oh, und Carbos hat noch eine Migdol-Festung. Ein Koloss steht für euch bereit. Den brauchen wir jetzt leider nicht mehr.
Oder zum Glück. So, Kabos ist besiegt. Yay. Wie hattet ihr euch noch ausgedrückt? Mein Kopf, der an eurem Schiff baumelt? Einen Mast wird er schmücken. So viel ist gewiss, auch wenn ich es nicht bin, der ihn dort festzorgt. Ja, dieses Mal hat Kamos nicht geschafft zu entkommen. Dieses Mal ist er von den Klippen in den Tod gesprungen. Gut, nächstes Szenario. Wir haben das zum Glück relativ schnell geschafft. Wieder am alten Platz. Das könnte jetzt etwas länger dauern. Du hast also erneut versagt, Kemsit. Ich konnte nichts tun, General. Kamos ist tot. Und du wirst dich ihm bald anschließen. Kannst du wenigstens die versprochene Armee aufbringen? Der Zugang zur Unterwelt wird bald offen sein. Und du weißt, welche Art von Kreaturen dort unten lauern. Sie stoßen jetzt entlang der Küste vor. Sie werden bald hier eintreffen. Ich werde hinausreiten und sie noch ein wenig antreiben. Was kann ich tun? Lass die Männer weitergraben. Wenn sie die Unterwelt erreichen, bete zu Poseidon, dass ihr möglichst viele Kreaturen aufhalten könnt, bis ich zurück bin. Die Späher haben Amandra und Chiron gefunden. Sie haben die Stücke von Osiris dabei. Keine Nachricht von Arkanthos? Kein Wort, Herr. Es wird Zeit. Wir müssen beginnen und hoffen, dass Arkanthos rechtzeitig eintrifft. Sendet das Signal. Das war das Signal. Darauf haben wir gewartet. Wir müssen die Stücke des Osiris in der Nähe der Pyramide vereinen. Nur so kann er wiedergeboren werden. Jo. Und dazu haben wir zwei Lager. Also einmal Chiron und einmal Amandras Lager, hier jeweils aufgeteilt. Beide mit mehr als genug Ressourcen. Hier errichtet erstmal einen Hafen, denn wir brauchen Fisch. So, hier brauchen wir mehr Leute. Und da müssen wir erstmal einen Plan schmieden. Genau, hier ist der gegnerische Durchgang. Der ziemlich leckerig aussieht. Greif du mal den Turm hier an. Wir haben übrigens wieder zwei Jarle. Auch wenn in der letzten Mission mit Chiron keiner überlebt hatte. So, ihr geht Gold sammeln. Und ja, ein paar Schiffchen. Wir könnten uns jetzt hier durchhacken. Das werde ich, glaube ich, auch tun. Dann können wir nämlich beide Heere vereinigen. Und ja. Ich brauche noch mehr Bürger erstmal. Auf beiden Seiten. So, hier hinten würde es noch mehr Holz geben. Wir werden hier eine Verteidigungslinie ziehen und hier werden wir eine Verteidigungslinie irgendwie ziehen müssen. Und ja, das kann etwas dauern, die zu ziehen. Deswegen nehmen wir so viele Bauern wie möglich dazu. Wir sind im heroischen Zeitalter, also könnten wir theoretisch das Dorfzentrum gleich besetzen, dass wir das auch haben.
Aber erstmal ist die Verteidigung, die werde ich ziehen, nicht so einfach ziehen können, sondern so ziehen müssen, wichtiger. In which you. So. In which. Amandra und ihre Truppen ein bisschen nach vorne ziehen. Er hilft hier. Irgendwer sollte da demnächst einen Kornspeicher bauen. Ah ja, wir haben jetzt Reh als Hauptgott. Das heißt, wir sind nicht mehr so billig, was Upgrades angeht. So. Wie viele Monumente haben wir? Eins für den Start. Jo. Ihr sammelt Nahrung hier. Wir werden auch mindestens zwei Fischkutter entbehren. So, der Rest muss nach vorne. Du kannst das Artefakt. Lebenspunkte von Dorfbewohnern erhöhen. Weiter nach vorne bringen. Oh. Und ihr wehrt euch gleich bei der mittleren Speerkämpfer hier. Ah, und ich habe jetzt keine Nahrung mehr. Auch gut. So. Ihr könnt hier nirgends durch, das ist auch gut. Ihr macht mal hier ein Tor rein, dass meine Truppen durchkommen. So, ihr hackt hier Holz. Ihr, also, ich werde noch eins zum Holzfällen abstempeln. Der Rest errichtet mir hier irgendwo einen Kornspeicher, dass ich da forschen kann. Ja, und wir schöpfen gerade all unsere Fische aus. Es sind nämlich genau 5 Fischschwärme hier. Mahi Mahi, Flussbarsch. Und das war's, glaube ich. Yep. Gut. Ihr errichtet hier ein weiteres Dorfzentrum. Ihr habt euch fast durchgehackt. Sehr schön. Und ja, wir müssen alle Stücke hierher bringen zur Stadt Abydos. Oh. Und wir kriegen hier Besuch. So, dann verbessern wir mal Herdentiere und das Sammeln von Herdentieren. In Wedge. Und du kannst hier mal die Mauern einreißen. Dann nerven die wenigstens nicht mehr. In Wedge. So. Ein, zwei Verteidigungstürmchen hier, schaden auch nicht. Und mehr Sichtweite für Türme. Und du solltest eigentlich nicht da oben rumstehen, sondern hier irgendwo. Ihr sollt kein Holz fällen. Ich würde mal vorschlagen, ihr drei baut mir hier auch noch Verteidigungstürmchen auf. Oder ihr vier, nein, du gehst Gold sammeln.